Willkommen zurück bei The Search. In der letzten Folge haben wir dann das gut auf die Reihe gekriegt mit den Gegnern hier. Bin sehr froh, dass das... Ach so? Ach doch, hier waren wir doch schon mal. Ach so. Verstehe. Dich kriege ich noch. Ah, das war dumm. Schaden gefressen. Na gut. Ja gut. Hätte jetzt gedacht, dass das hier anders abläuft da oben. Na gut, dann fahren wir damit hoch. Damit geht es dann wahrscheinlich dahin, wo ich dachte, dass wir in der letzten Folge mit dem Exolift hinkommen. Immerhin hier keine Gegner in den Gängen. Oh! Da ist er ja. Bitte um Aufmerksamkeit. Notfallprotokoll für den Schutz der Testressourcen aktiviert. Eindämmungszellen werden geöffnet. Oh oh. Mark Dean, perfekter Kandidat für das Projekt. Wir haben ihn vor ein paar Wochen von der Straße geholt und im Recycling eingesetzt. Er ist ein kompletter Niemand. Wir haben seine DNA mit allen Datenbanken abgeglichen, keine lebenden Verwandten. Er ist so glücklich, ein Dach über dem Kopf und drei warme Mahlzeiten zu haben, dass er dankbar jede Einverständniserklärung unterschreiben wird, die wir ihm vorlegen. So, na dann reden wir doch mal mit ihm. Guten Tag, der Herr. Ein hungriger Geist. So ist's recht. Und außerdem, Dinge, die nicht zu ändern sind, sollte auch nicht gedacht werden. Ist es nicht so? Was getan ist, ist getan. Was zur Hölle ist das hier für eine Freakshow? Diese Freakshow, wie Sie es nennen, ist mein Vermächtnis und die Zukunft menschlichen Lebens auf Erden. Sie sehen es einfach nicht. Oder vielleicht wollen Sie es nicht sehen. Doch ich versuche, die Menschheit zu retten. Nicht nur unsere Spezies, nein. Ich versuche, uns alle zu retten. Wir sind behaftet mit Fehlern, unvollkommen. Wir sind nicht bereit, ins Paradies zurückzukehren. Wir würden es nicht überleben. Mein Homo Machinalis könnte das ändern. Er ist der lebende Beweis, dass wir mehr sein können als Menschen. Wir alle könnten die Welt von morgen bevölkern. Höhere Wesen in einem neuen Utopia. Du hast doch eine Macke. Sie sind krank. Ach, ihr feinen Moralapostel. Schwingt stets als erstes das Schwert. Dort drüben in eurem kleinen Reich der Selbstgerechtigkeit. Chavez war ganz genauso. Immer über jeden Zweifel erhaben, selbst als die ersten Berichte über Resolve eingetroffen sind. Ich behaupte nicht, die einzig wahre Wahrheit zu kennen, weil es die gar nicht gibt. Jeder ergreift Partei, normalerweise für sich selbst. Gut, böse? Einfach Mumpitz und völlig subjektiv. Kindergeschichten. Und wenn wir älter werden, winkt die Sterblichkeit und wir greifen nach dem Göttlichen. Dieselben Märchen in neuem Gewand. Das Individuum muss bereit sein, sich für die Gemeinschaft zu opfern. Die Spezies ist es, was zählt. Also, was ist mit Utopia? Lassen Sie mich eins klarstellen. Im Gegensatz zu Resolve, das uns langsam und qualvoll über Generationen hinweg ausrotten wird, leisten meine Nanites schnelle und saubere Arbeit. Ich habe das Leid auf ein Minimum reduziert. Ein Neubeginn, ein frischer Start. Für diejenigen, die übrig bleiben, das grämt sie plötzlich? Dann hätte ich an ihrer Stelle nicht versucht, mein kleines Lieblingsprojekt zu stoppen. Wie dem auch sei, ich bin sicher, für sie ist gesorgt. Nur zu! Schnappen Sie sich den Rest Ihrer Rotte, paffen Sie sich eine feine, feiste Zigarre und genießen Sie die Apokalypse aus Ihrer Glasturmloge. Was ist mit Chavez? Ja, was ist mit ihr? Habe Sie nicht mehr gesehen seit Ihrem kleinen Wutanfall. Man musste sie aus meinen Laboren werfen. Trotzdem, wundervolle Frau und eine außergewöhnliche Wissenschaftlerin. Unglaublicher Intellekt, gutherzig. Und zu ehrgeizig. Man muss eine Kämpferin bewundern. Aber Resolve hat nicht funktioniert. Wir mussten handeln. Und wir mussten schnell handeln. Und ich hatte die Lösung. Es ist einfach eine Schande. Nur ihr eigenes Ego stand ihrer Karriere im Weg.
Und diese Blechbüchsen sollen unsere Zukunft sein? Nicht gar so hübsch, nicht wahr? Das ist die Wahrheit selten. Betrachten Sie es einfach als Upgrade, um die Welt von Utopia zu überleben. Unsere Fleischmaschinen sind gänzlich unzulänglich. Wir schaffen es nicht. Außer sie hoppeln rasch zurück unter Herrchens Rockzipfel. Als Individuen haben wir den Willen zu überleben. Aber als Spezies brauchen wir einen Schubs. Siege werden niemals ohne Opfer errungen. Ich wollte lediglich Chancengleichheit schaffen. Und ein Utopia für uns alle. Dann wissen Sie, was hier läuft, ha? Ich fühle mich geehrt von dieser Annahme. Aber selbst ich habe meine Grenzen. Was ich weiß, ist, dass ein Lynchmob mein Labor gestürmt hat. Und meine Kollegen sind entweder tot, völlig inkompetent oder schlichtweg verschwunden. So viel zum Werkschutz. Und was macht der liebe Vorstand? Immer noch Däumchen drehen über den Start von Utopia? Ich habe meine finale Analyse vor Wochen eingereicht und warte immer noch. Wir brauchen hier Leute, die Entscheidungen treffen können. Ich denke, Sie verwechseln mich mit jemandem. Ich arbeite nicht für den Vorstand. Vielleicht sind Sie es. Vielleicht sind Sie es nicht. Was spielt das noch für eine Rolle? Dieser Laden fährt direkt zur Hölle und wir sind an Bord. Oder wir sind bereits dort und haben es noch gar nicht bemerkt. Ich denke, wir sind hier fertig. Wenn dem so ist, und wenn Sie nichts dagegen haben, Inspektor, mache ich mich wieder an die Arbeit. Ich habe schrecklich wichtige Dinge zu erledigen. Schrecklich wichtige Dinge. Okay. Kann ich hier irgendwo meine Drohne vielleicht einsetzen, dass die was überbrückt? Inaktiv. Ja, bitte. Okay, der hat wirklich... Haben Sie sich wohl, Inspektor. Nichts mehr zu sagen. Okay. Warnung. Oh. Sicherheitsverstoß registriert. Oh. Unbefugte Implementierung des Notfallprotokolls bestätigt. Vielleicht geht der Aufzug hier drüben ja jetzt. Ha! Cool. Tatsächlich. Wir sind jetzt übrigens bei ungefähr 15 Stunden Spielzeit. Ein bisschen mehr. Nein, mach nicht so eine Kacke. Auf dich zu drehen. Das mit dem Anstürmen ist super. Boah, Gott sei Dank. Da kriege ich die echt gut hin, ne? Sollte ich bei den anderen Gegnern auch öfter mal versuchen. Super. Bei 1,75 sind wir schon wieder. Ah, shit. Erste Hilfe. Ah. Ach so, ich kann da nichts machen. Ja, okay, ich dachte, ich kann da meine Heilung nochmal auffrischen. Leider nicht. War hier nicht noch einer? Da liegt das Item. Was wir gesehen haben, schon vor einer Weile. Ja, Vital-Injektion V3. Echt geil. Oh, das ist ja super. Da hätten wir 12 von den großen. So, mal schauen, wie es jetzt hier weitergeht. Eventuell kommen wir gleich nochmal in ein kleines nächstes Gebiet.
Denn hier diese Labore, die wir eben durchsucht haben, die sind ja anscheinend zu Ende. Steht der Typ hier noch auf? Bitte entschuldigen Sie die verspätete Antwort. Ihr Bruder wurde am 17. in die Forschungsabteilung versetzt. Aufgrund der Natur seiner Arbeit wird er nicht in der Lage sein, Sie auf absehbare Zeit zu kontaktieren. So, wieder nach unten. Das war der Weg, da komme ich nicht durch. Ich erinnere mich. Was gab es hier oben? Achso, da geht es ja wieder bloß runter. Entweder ich habe hier was übersehen, oder wir müssen einfach zurück. Hier gibt es ja die ganzen Türsteuerungen, aber die ganzen Türen sind hier offen. Also ich, meiner Meinung nach muss ich da gar nicht irgendwo rumdrücken. Gut, die eine hatten wir mal aufgemacht. Aber alles andere, gut, das ist jetzt hier eh ausgefallen. Da kann ich gar nicht mehr draufdrücken. Ich gehe mal zurück. Ha! Achtung, mal einer. Der Werksschutz hat diesen Sektor betreten. Ah, okay. Bitte kooperiere zu deiner eigenen Sicherheit mit allen offiziellen Anforderungen. Warte mal, braucht der nicht noch das Bein? Während der Bereich gesichert wird. Okay, dann kriege ich so auf keinen Fall. Ist hinter mir noch einer? Na komm, hau ihn weg. Uiuiui. Okay, irgendwie ist er draufgegangen. Schade, hat nichts fallen lassen. Oh, Nanu? Unsere Forschung macht ja keine Pause. Von der Produktionseffizienz, lachen die vorher schon hier rum? Nee. Oh, da unten sind jetzt auch welche. Ach, Quatsch. Okay, dann hat sich bestimmt irgendwo was geöffnet. Arbeiten unsere Wissenschaftler Tag und Nacht, um die Grundlagen von Jonah Guttenbergs großer Vision weiterzubringen. Hey, ist das eine neue Waffe? Übergriffe auf Sicherheitspersonal. Ja, richtig. Unterstützung wird angefordert. Jeden Tag verbessert eure... Alle Echelon 9-Kräfte werden sofort auf Vorstandsebene zurückfallen. Es ist eine große Aufgabe. Doch zusammen kriegen wir das hin. Was es auch kostet. Wir erschaffen ein neues Paradies. Ein Utopia für alle. MG Legionär. Und noch eine neue Waffe? McGorgon. Ach genau, dieses Gorgon-Set soll ich mir zulegen. Noch eine Waffe erhalten. Drei Waffen innerhalb von 5 Sekunden. Okay, einmal die hier. Hoch, niedrig, hoch. Niedrig, mittel, mittel. Das waren doch aber gerade drei Waffen, oder? Oder war das... Ein Garten über Nacht? Aber das ist eine Zentrale. Also uns fehlen bloß noch wenig Altmetall, das wir direkt nochmal ein Level machen können. Also da hinten ist jetzt offen. Ui. Alles klar. Achso. Immerhin hat es was es für den gibt, 940. Schon klar, schon klar. Wir sind alle unbedingt. Hey, das ist aber gemein. Mit jedem Start entwickeln wir Projekt Resolve weiter. Unsere Forschung macht ja keine Pause. Von der Produktionseffizienz, Ladungsverteilung und chemischen Zusammensetzung bis zum Wertstoffrecycling. Solltest du nicht an deinem mitnehmen. Arbeitsplatz sein?
Gorgon-Kopfmodul, das Proteus-Kopfmodul. Ich sollte mir das Gorgon-Set zulegen, wurde mir gesagt. Können wir mal probieren. Ja gut, wir hätten jetzt noch eine V3-Vital-Injektion. Die würde ich jetzt auch direkt mal gegen die normale V1 austauschen. So, da ist er. Super, dann haben wir 12 von den Großen, das ist klasse. Wir helfen gern. Die Kleinen haben halt nur ein Drittel geheilt von dem, was die Großen heilen. Tag und Nacht, um die Grundlagen von Jonah Gutenberg in großer Vision weiterzubringen. Niemand hat je versucht, was wir hier tun. Wir erforschen neue Methoden, welche die Grenzen des Machbaren immer weiter ausdehnen. Jeden Tag verbessert eure Arbeit die Zukunft der Menschheit und bringt uns unserem Ziel Stück für Stück näher. Es ist eine große Aufgabe, doch zusammen kriegen wir das hin. Was es auch kostet. Wir erschaffen ein neues Paradies. Ein Utopia für alle. Kleiner Soundbug finde ich letztens immer mal, wenn die Gorgon-Helm. Okay, geil. Können wir uns ja mal das Set hier zusammen suchen. Wir alle kennen und dann mal gucken, was wir damit veranstalten können. Da kommt Fall zusammen. Nicht so schnell wieder weg. Mit jedem Start entwickeln wir Projekt Resolve weit unsere Forschung. Gerade das Körpermodul, das brauchen wir. Von der Produktionseffizienz, Ladungsverteilung, einmal abhauen. Zusammensetzung bis zum Wissstoffrecycling. Hier bei Cream arbeiten unsere Wissenschaftler Tag halt ein bisschen und Nacht, länger. Um die Grundlagen von Jonah Gutenbergs großer Vision zu ich dachte, ich kann mal eine Kombo landen. Niemand hat je versucht, was wir hier tun. Wir erforschen neue Methoden, welche Shit. Grenzen des Machbaren doof. Weiter ausdehnen. Herr damit! Jeden Tag verbessert eure Arbeit die Zukunft der Menschheit und bringt uns unserem Ziel Stück für Stück näher. Brustmodul. Es ist eine große Aufgabe. So, dann fehlt uns nur Arm und Bein. Soll es sein? Wir erschaffen ein neues Paradies. Von dem kleinen Gegnerlein. Was? Was hat denn der gerade für eine... Shit. Stecken aber auch schon ein bisschen mehr wieder ein, glaube ich, aber ich mache einfach weniger Schaden bei denen. Und auch wieder Wolfram hier und MK3. Armmodul hatten wir da schon. Doch mit jedem neuen Tag, mit jedem Start, entwickeln wir Projekt Resolve weiter. Unsere Forschung macht ja keine Pause von der Produktionseffizienz. Fertigungskomplex B. Ach so, nee. Geh nochmal zurück. Da können wir wieder zurück in den Fertigungskomplex G. Ich möchte aber trotzdem nochmal zurück. Ich wollte ja diese Teile noch haben, die restlichen. Deswegen wollte ich eigentlich vorher nochmal in die Medibay. Ich dachte, hier geht es jetzt einfach so weiter in dem Komplex, aus dem wir gerade kommen. Aber anscheinend sind jetzt die Gegner wieder da. Oh ja, na gut. So, was fehlt noch? Arm fehlt noch. Du. Ich halt auch einfach daneben haue. Ist ja schon eine Kunst für sich. Haben wir das Arm-Modul schon? Ja, anscheinend haben wir das schon. Pff, der schießt immer mal, ne? Ui. Den habe ich nicht gedacht. Nicht fallen lassen. Oh, wie doof, dass mich das jedes Mal trifft, ne? Ah, hier unten liegt noch einer. Habe ich gar nicht beachtet. Der hat was fallen lassen. Wahrscheinlich einen Schrotthaufen bloß.
Ah, da hinten kommen noch die. Jedes Mal. Ich bin so doof, ne? Ich verraff das immer. Ui, der war gut. Das hätte ich nochmal zuhauen können. Ich glaube, das war es gleich für ihn. Da kommen noch drei angerobbt. So, her damit. Okay, vielleicht haben wir das sogar schon. Glaube ich zwar nicht. Wow. Sehr gut. Dies ist keine genehmigte Pause. Doch, haben wir alle schon. Gorgon-Brustmodul? Oh nein, das könnte ich nicht mal upgraden. Die anderen hätte ich da, aber nicht die 1. Ach scheiße, ey. Das könnte ich upgraden. Kopfmodul. Energieverbrauch, Drohne. Ja gut, minus 50%. Stabilität, Mittel. Schaden gepanzert, ungepanzert. Ist das gut, wenn da minus 4% steht? Kann ich gleich das herstellen? Angriffskraft plus 15%. Plus 30% hat unseres. Wie viel Verteidigung hätte das? 22 jeweils. 22, 13. Hier habe ich sogar schon 3 von der MK4. Okay, die hätte schon ein bisschen mehr Verteidigung. Die hier hat aber bloß 30% Angriffskraft. Hat aber einen erhöhten Ausdauerverbrauch. Wir können das ja mal. Es ist halt doof, ne, dass ich. Wobei, wenn ich das direkt herstellen kann, das Dreier-Ding, dann müsste ich vielleicht das eine gar nicht herstellen. Kann das sein? Ich probier's mal. Shit, geht nicht. Doch, doch. Mir fehlen einfach bloß die Seelen. Das Altmetall dafür. Ach so. Ja, das ist ja genial. Klasse. Dann nutze ich hier mal ein bisschen jetzt. Da bauen wir uns das jetzt mal zusammen. Das neue Set. Können ja mit dem auch mal ein bisschen rumprobieren. Wenn das weniger Ausdauer verbraucht, ist das gar nicht so verkehrt. Einmal das, einmal das, einmal das und jetzt fehlt wieder das Altmetall. Ah ne, wir brauchen zweimal das. Wir brauchen ja zweimal Arm und zweimal Bein. Ich habe gar nicht darauf geachtet, ob das dann hinhaut von der Kernleistung her. So, ich hoffe, das reicht jetzt. Mal Arm, das brauchen wir zweimal und zweimal Bein brauchen wir. Ah, das reicht gerade so. Wir bräuchten noch ganz wenig neue. Noch 600 oder so. Da kann ich nochmal die Beine herstellen. Oh, gerade noch so 8-mal da. Hä, geht nicht? Ach so. Oh, es fehlen 5, nee, 16. 16 Schrott fehlen. Super. Klasse. Dürften wir auf alle Fälle mehr Verteidigung haben. 105. Ich hoffe bloß von der Kernleistung her haut's halt hin. Warte mal, wie viel? 105. Okay. 69 Schaden.
Das reicht gerade so. 119, Schaden ist gleich geblieben. Sieht auch geil aus, ne? 78. Bitte vergiss nicht. Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität. Und sollte auch deine sein. Wurde Rom an einem Tag erbaut? Wir alle kennen die Antworten darauf. Ich habe natürlich noch ein bisschen weniger Ausdauer verbrauche. Netter Nebeneffekt. Oh, der war gut. Der aber auch. Wir sind alle ungeduldig. Doch mit jedem neuen Tag. Na, ihr beiden. Mit jedem Start entwickeln wir Projekt Resolve. Unsere Forschung macht ja keine Pause. Von der Produktion. Ja, cool, haben wir dann doch endlich mal ein neues Set an. Chemischen Zusammensetzung bis zum Wertstoffrecycling. Hier wir machen die Folge einfach ein bisschen länger. Arbeiten unsere Wissenschaftler Tag und Nacht, um die Grundlagen von Jonah. Jetzt wieder zurück in den Fertigungskomplex B. Niemand hat je versucht, was wir hier tun. Wir erforschen neue Methoden, welche die Grenzen des Machbaren immer weiter ausdehnen. Na komm. Jeden Tag verbessert eure Arbeit. Bringt uns unserem Ziel Stück für Stück. Es ist eine große Aufgabe. Doch zusammen kriegen wir das hin. Was es auch kostet. Wir erschaffen ein neues Paradies. Ein Utopia für alle. Na, wieder der Soundbug, wenn der Exekutionsknopf groß erscheint, dann gibt es auch mal so einen kleinen Soundbug. So. Erblüht ein Garten über Nacht? Können wir mal kurz noch ein bisschen Altmetall fahren? Ich möchte jetzt nicht rüber in die nächste, wieder zurück in Fertigungskomplex B, weil ich anschließend keine weitere Aufnahme erstmal machen kann. Oh, ach so. Deswegen möchte ich da jetzt nicht weiter und dann dort irgendwie beim nächsten Mal mittendrin irgendwo anfangen. Der ist ganz allein unterwegs. Achso, habe ich schon getroffen, super. Jetzt stehen hier doch deutlich andere rum, ne? Und die... Ah ja, okay. Also wenn man weiß, wie, sind die doch sehr einfach. Wie immer, ne? Hey, du lebst. Ja, stimmt, du lebst noch. So. Ich bin ja mal sehr gespannt auf den New Game Plus. Nö, die Roboter von hier unten sind weg. Na, guck einer an. Okay, auch nicht schlecht, dass er sich so innerhalb des Levels direkt nochmal verändert zum Schluss hin. Dann drehen wir hier oben nochmal eine kleine Runde. Können wir noch machen. Ach, guck mal, da ist auch noch einer. Immer schön das Bein, immer schön flachlegen. Ja, einfach. Nein, keine Ausdauer mehr. Wie dumm. Niemand hat je versucht, was wir hier tun. Wir erforschen neue Methoden, welche die Grenzen des Machbaren immer weiter ausdehnen. Jeden Tag verbessert eure Arbeit die Zukunft der Menschheit und bringt uns unserem Ziel Stück für Stück näher. Ich wollte gerade sagen, wir sind glücklich gemacht. Sehr schön, hat sich selber gesprengt. Hip noch. Na komm, hau weg. Gehe ich auch mal durchs Gift dafür. Shit. Ist aber gut, dass man diese Stufen der Ausrüstung direkt überspringen kann beim Erstellen oder beim ersten Mal herstellen. Dass man halt gleich Stufe 2, 3 oder 4 halt je nachdem herstellen kann. Das ist ganz geil. Okay.
Gift lässt gleich nach. Ach komm. Dumm. Na gut. Ich lass mich drehen. Raum der globalen Zukunft. Also, wie gesagt, bei dieser Farmrunde konnte ich sonst immer hier direkt aufs Dach springen. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob die das Gebäude ein bisschen verrückt haben mit einem kleinen Patch. Das hatte ohne Probleme, wirklich ohne Probleme funktioniert. Ich verstehe das gar nicht. Willkommen, Warren. Wir nehmen hier oben noch ein paar mit, dann können wir noch mal ein Level machen und dann hat es sich für heute. Vorausgesetzt, die sind noch original da. Und wie wir sie kennengelernt haben. Wenn ich gar nichts vom Gegner anvisiere, schlägt er auch nichts ab, ne? Das ist dann nicht random oder so, dass der dann. Und weg mit dir. Super. Shit. Von dem Scheiß. Wo ist der denn her? Nein, nicht der. Ach, die Drohne ist das. Wie nett, dass er sie nicht anvisiert, sondern den Typ da hinten. Hat gerade bloß den da hinten anvisiert. So, reicht auf alle Fälle schon fürs nächste Level. Wir nehmen trotzdem alles mit, wenn wir schon mal hier sind. So, und einer nochmals 2,0 kriegen wir jetzt schon. Und weg mit dir. Danke. Mal 2,05. Aha. Geht also doch weiter als 2,0. Geil. Das ist halt immer noch zu, ne? Ich weiß nicht, wie wir hier. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwo übersehen habe, dass ich hier die Drohne einsetzen kann. Weil irgendwo müsste ja hier noch was zum Überbrücken sein. Ich hoffe halt trotzdem, dass man, wenn man vorm Endboss steht oder vielleicht den Endboss dann auch besiegt hat, trotzdem nochmal zurück kann, dass man einfach nochmal überall anguckt. Niemand hat je versucht, was wir hier tun. Und dies ist keine genehmigte Pause. So, Stufe 79. Juhu. Tja, klasse. Sind wir dann doch ganz gut vorangekommen in den letzten beiden Folgen. Wir wissen, wo es weitergeht und da machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.